zum Thema Alkohol versus Marihuana. Jeder kennt es, egal ob man zu einer Geburtstagsparty geht, sich mit Freunden in einer Bar trifft oder wie vor kurzem im Winter zum Après-Ski geht. Es gibt immer eine Sache, die nicht fehlen darf: Alkohol. Statistiken zeigen, dass wir Österreicher in Europa auf den zweiten Platz liegen, wenn es um Alkoholkonsum geht. Nur in Litauen ist die Situation schlimmer. 1,2 Millionen der Bürger in Österreich sind alkoholgefährdet und jährlich sterben 8000 Menschen an den Folgen von Alkohol. Und jeder weiß, dass bei jedem Vollrausch das Gehirn mitzuleiden hat. Doch warum ist so eine harte Droge überhaupt legal, wenn sie so viele Schäden nach sich zieht? Marihuana bzw. Cannabis hingegen gelten noch in fast allen Staaten Europas als illegal. Wenn wir an legales Kiffen in Europa denken, dann fällt uns sofort Amsterdam ein. Doch warum dürfen die Holländer kiffen und wir nicht? Um die Polizeikräfte mehr auf den Kampf gegen Heroin spezialisieren zu können, kamen die Niederlande zum Entschluss, dass der Konsum von Cannabis sich mit dem Konsum von Alkohol und Tabak vergleichen ließe. Somit waren die Niederlande der erste Staat weltweit, der Cannabis legalisiert. Obwohl die Holländer legal Marihuana konsumieren dürfen, hört man nichts darüber, wie schlecht sich das auf die Bevölkerung auswirkt. Die Menschen gehen damit verantwortungsbewusst um. Sind denn wir Österreicher weniger verantwortungsbewusst? Warum muss man uns immer bevormunden, wenn es um dieses Thema geht? Sehr viele von euch sehen nie die positiven Eigenschaften von Cannabis, da uns von der Medienwelt nur Schlechtes berichtet wird. Ihr habt bestimmt alle schon mal gehört, Marihuana ist die Einstiegsdroge. Danach kommen härtere Drogen wie Heroin oder Kokain. Doch das stimmt nicht ganz. Warum sollte man vom Konsum einer Droge die Lust bekommen, eine härtere Droge zu sich zu nehmen? Das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Und ich bin mir sicher, dass einige von euch genauso denken. Es stimmt zwar, dass so ziemlich alle Drogenabhängigen mit einem Joint angefangen haben, aber sie entscheiden danach selbst, ob sie zu härteren Drogen greifen sollen oder nicht. Aber mal ganz ehrlich, mit Alkohol ist es genau dasselbe. Ich wette, dass keiner von euch beim ersten Konsum von Alkohol sofort zu einer Wodkaflasche gegriffen hat, sondern auch zuerst einen Schluck Bier oder Wein probiert hat. Mit Alkohol kann man es aber auch übertreiben. Das heißt, dass sehr viele von euch bestimmt am Wochenende mit ihren Freunden feiern gehen. Viele von euch werden dann sich Alkohol massenweise reinschütten und wenn ihr etwas zu viel davon erwischt habt, dann muss das alles wieder raus, da es der Körper nicht verarbeiten kann. Das kennt doch der eine oder andere von euch aus eigener Erfahrung. Oft hört man in den Medien von Alkoholmissbrauch und jedes Wochenende liegen viele Jugendliche und Kinder in Krankenhäusern, da sie zu viel von dieser legalen Droge erwischt haben. Und so eine Überdosis an Alkohol ist sehr schädlich. Bei jedem Rausch sterben im menschlichen Gehirn tausende Gehirnzellen ab und für die Leber ist das auch nicht gerade so angenehm. Sogar bis zum Tod kann es kommen. Theoretisch kann uns eine Überdosis von egal was umbringen. Der Konsum von 8 Liter Wasser in einem Rutsch kann einen erwachsenen Menschen töten. Die, die komplett gegen Cannabis sind, werden jetzt bestimmt sagen, das heißt, dass Kiffen auch tödlich sein kann. Und das stimmt. Aber das ist sehr unwahrscheinlich. Außer es gibt einen von euch hier drinnen, der es schafft, 680 Kilogramm Marihuana in 15 Minuten zu sich zu nehmen. Aber ich glaube, das schafft keiner. Jedes Jahr sterben tausende Menschen an Alkoholmissbrauch. Laut des Centers for Disease Control, auch abgekürzt CDC genannt, in den Vereinigten Staaten sind jedes Jahr 37 Todesfälle direkt auf Alkohol zurückzuweisen. Diese Zahl beinhaltet noch nicht mal die Unfalltoten. Andererseits kann das CDC keine Zahlen von Todesfällen vorlegen, von denen Marihuana-Konsumenten gestorben sind. Denn es gibt gar keine derartigen Todesfälle. Seht ihr, Cannabis ist nicht so schlecht, wie ihr alle glaubt. Doch fast alle denken, dass nur negative Eigenschaften hinter dem Gewächs stecken. Wenn man bedenkt, welche Schäden Alkohol auf unseren Körper und unsere Psyche hat, ist es nicht fair, dass Cannabis illegal ist
und im Gegenzug der allzu gesunde Alkohol erlaubt ist. Wir sind doch selbst in der Lage zu entscheiden, ob etwas gut oder schlecht für uns ist. Und wenn es die Holländer schaffen, damit verantwortungsbewusst umzugehen, warum sollten wir es dann nicht schaffen? Es wurde zwar bewiesen, dass Cannabis Langzeitschäden aufweist, aber die Folgen von Alkohol sind wesentlich schlimmer. Bob Marley hat mal gesagt, Herb is the healing of a nation, alcohol is the destruction.